Unter großer Anteilnahme ihrer Gemeindemitglieder sind die gestern bei einem Anschlag auf die Moscheen in Lahore getöteten Angehörigen der Ahmadiyya-Minderheit beigesetzt worden. Die Beisetzungen fanden 200 Kilometer entfernt auf dem Friedhof von Jinapnagar, dem geistigen Zentrum des pakistanischen Zweigs der Ahmadiyya-Bewegung, statt. Dies war ein äußerst brutaler Vorfall, der nicht nur einen schweren Verlust für die Ahmadiyya-Gemeinde hervorgerufen hat, sondern auch das Bild Pakistans beschädigt hat. Egal wie man es betrachtet, es war ein äußerst brutaler Angriff. Bei einem koordinierten Überfall auf zwei Moscheen der Ahmadiyya-Gemeinde in Lahore waren gestern 82 Menschen getötet und über 120 verletzt worden. Mehrere bewaffnete Männer stürmten während des Mittagsgebets die Moscheen in den Stadtteilen Model Town und Garishau, warfen Handgranaten und schossen um sich. Drei der Angreifer in Garishau sprengten sich selbst in die Luft. In der Moschee in Model Town gelang es den Gläubigen, die beiden Angreifer zu überwältigen. Die Taliban-Bewegung des Punjab, TTP, bekannte sich zu dem Überfall.